Schneller produzieren, schneller arbeiten am PC, schneller die Ableton Software bedienen. Wie das geht, das erkläre ich euch heute. Schnelles Arbeiten, schnelles Produzieren, was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Für mich heißt das, schnellstmöglich von Punkt A zu Punkt B kommen. Das heißt, man hat eine Melodie oder eine Akkordfolge im Kopf und möchte die schnellstmöglich festigen, einfach in die DAW einspielen, damit die safe ist, damit man die sich gespeichert hat, damit die nicht einfach weg ist, weil vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, du hast eine Akkordfolge im Kopf und dann suchst du gerade noch einen richtigen Synthesizer-Sound und wenn du den endlich gefunden hast oder annähernd einen gefunden hast, dann ist plötzlich die Akkordfolge weg. Du hast sie nicht gemerkt, weil du hast halt deinen Kopf mit anderen Sachen beschäftigt. Um genau dem Problem vorzubeugen, ist natürlich Geschwindigkeit total wichtig, weil wenn man ganz schnell den richtigen Sound findet und dann ganz schnell die Sache einspielen kann, ist die Chance oder das Risiko, dass die Sache weg ist, dass man die vergessen hat, natürlich wesentlich geringer. Deswegen ist schnelles Arbeiten total wichtig. Aber wie schafft man das jetzt schneller zu arbeiten? Für mich gibt es da zwei Felder, zwei Bereiche, die man meistern kann. Das erste sind Shortcuts. Shortcuts, zu Deutsch Abkürzung, ist nichts anderes als ein Tastenkürzel, ein Tastenbefehl auf der Tastatur, was dann irgendwas in der DAW triggert. Jede DAW hat Shortcuts, jeder unterschiedlich. Ich würde mich heute auf Ableton konzentrieren, aber es gibt die gleichen Shortcuts nahezu identisch auf allen anderen DAWs auch. Vielleicht eine andere Taste, aber es gibt Listen von allen Herstellern, von allen DAW-Herstellern oder Softwarefirmen, die diese DAWs herstellen, wo die alle Shortcuts aufgelistet haben. Die findet man, wenn man einfach googelt. Ich habe euch heute ein paar von denen, die ich am wichtigsten finde, zusammengestellt, die ich eigentlich tagtäglich benutze, die eigentlich für mich so die Basics sind, die man wissen sollte, damit man möglichst schnell arbeitet. Und deswegen lasst uns vielleicht einfach mal gleich starten. Ich zeige euch ein paar von meinen Lieblings-Shortcuts, die mir den Tag oder das tagtägliche Arbeiten in Ableton unglaublich beschleunigen. Also für mich gibt es ein paar Basics, die man können muss. Ein paar Sachen überschneiden sich natürlich mit allen möglichen anderen Anwendungen, zum Beispiel Copy-Paste oder Cut oder Duplicate. Das gibt es ja auch bei Pages oder Word oder sowas. Das ist total easy. Nur damit man es nochmal gemacht hat, Copy-Paste, also kopieren heißt natürlich Command-C, dann kann man sich was woanders hin kopieren. Oder wenn man was rausschneiden will, macht man Command-X, dann kannst du das woanders hinpacken. Wenn man es irgendwo einsetzen möchte, ist Command-V natürlich der universelle Shortcut. Und was ich jetzt schon ganz oft gemacht habe, ist Steuerung-Z oder Command-Z. Das ist quasi zurück. Einfach das, was man gerade gemacht hat, wieder zurücksetzen. Wenn man dann vielleicht eins zu weit zurückgegangen ist, kann man mit Shift-Command-Z wieder nach vorne gehen, einen Schritt, also quasi mit Command-Z 1 nach hinten, mit Shift-Command-Z quasi wieder 1 nach vorne. Das sind so ein paar Basics. Für mich auch ganz wichtige Basics, die das Arbeiten unglaublich beschleunigen, ist neue Audio- oder MIDI-Spuren oder Return-Spuren erstellen. Normalerweise geht man ja hier einfach mit der Maus auf eine Spur und sagt jetzt hier, ich hätte gerne eine neue Audiospur. Ihr seht ihr hier aber in Ableton schon direkt daneben, sind alle Shortcuts aufgelistet. Neue Audiospur erzeugen ist einfach Command-T. Das erzeugt euch eine neue Audiospur. Wenn ihr eine neue MIDI-Spur haben wollt, dann nehmt ihr einfach noch ein Shift dazu. Shift-Command-T ist eine MIDI-Spur. Wenn ihr jetzt eine Return-Spur erzeugen wollt, das sind die hier unten, das sind die, wo man vielleicht Delays oder Reverbs oder Plates oder sowas draufpackt, dann macht ihr Option-Command-T. Dann kommt hier unten eine neue Return-Spur. Ihr seht schon, da hat Ableton das eigentlich ganz gut überdacht oder bedacht. Das heißt, die haben nahezu die identische Shortcuts für nahezu identische Aufgaben, sprich Audiospur, Command-T, MIDI-Spur, Shift-Command-T, Return-Spur, Option-Command-T. Das sind für mich so ein paar wichtige Sachen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt eine MIDI-Spur sich erstellt hat, eine neue, und will vielleicht und spielt nicht automatisch auf dem Klavier was ein, sondern möchte vielleicht was mit in einem Piano-Roll eindrücken mit der Maus oder sowas, dann kann man sich eine neue MIDI-Spur oder einen neuen MIDI-Clip erstellen, indem man sich einen Bereich markiert und dann Shift-Command-M drückt. Dann entsteht hier ein neuer Bereich. Wenn man sich einen MIDI-Clip ausgesucht hat, ich nehme jetzt mal einen vorhandenen, damit da schon ein bisschen was drin ist, wenn ich jetzt hier was eingespielt habe und möchte jetzt wieder am Plugin was ändern, dann kann ich einfach Shift und dann Tab drücken, dann komme ich in die zweite Ansicht hier rein, wo quasi meine ganzen Plugins sind, wieder zurück, Shift-Tab, komme ich wieder auf meine MIDI-Ansicht. Das ist viel schneller, als hier unten mit der Maus hinzugehen und hier unten umzuswitchen, finde ich zumindest. Das sind so Kleinigkeiten. Ansonsten, wenn man jetzt hier zum Beispiel Velocity ändern will, oder noch besser, man hat hier vielleicht eine Automation drin und will das nicht zu viel bewegen, man kommt aber nicht genau an den Punkt, wo man möchte, kann man da auch Shift gedrückt halten und jetzt kann man quasi viel feiner runterziehen. Das auch finde ich eine super praktische Sache, weil man eben nicht immer genau so fein einstellen kann, wenn man das nicht benutzt. Und manchmal ist es ja ganz nett. Man kann natürlich auch die Spuren sich hier vergrößern, indem man Option gedrückt hält und dann scrollt, kann man sich die größern und dann hat man auch mehr Spielraum hier die Automation zu schalten. Aber ich finde es trotzdem einfacher. Man behält sich die Sicht vorher und benutzt Shift, um es kleiner zu machen. Wenn wir jetzt schon mal hier bei diesem Vergrößern und Kleinern von den Spuren sind, ich weiß nicht, wie es euch schon mal gegangen ist, bei mir ist ab und zu mal passiert, ich habe irgendwas rumgetippt, habe vielleicht vergessen, hier oben in den Suchbalken vorher zu drücken, drücke auf irgendwelche Tasten, plötzlich passiert das und alle Spuren sind irgendwie viel kleiner. Das hat mich immer tierisch genervt, weil dann war meine Ordnung war völlig im Arsch und ich musste dann hier alles einmal markieren und dann mir irgendwie wieder größer ziehen und das hat mich voll genervt. Der Hintergrund davon ist, es gibt den Shortcut H und dieser Shortcut H
der perfektioniert die Ansicht laut Ableton, sprich, das wird quasi alles angepasst auf die gleiche Größe, damit man auf einem Bildschirm mehr oder weniger alles sehen kann. Das gleiche bei W, dann würde das Ganze in die Horizontale gehen, also das heißt, dass man die Ansicht vom Track, die man hat, in meinem Fall sind das jetzt irgendwie fast 6 Minuten, auf das Fenster, was einem auf dem Bildschirm zur Verfügung steht, aufpasst. Finde ich nervig, mag ich nicht, deswegen, nur wenn ihr euch wundert, der Knopf ist H, mit H kriegt es dann wieder zurück auf die Ansicht, die ihr vorhattet. Jetzt so ein paar kleine Sachen noch im MIDI-Clip. Eine Sache, die ihr auch wahrscheinlich schon ganz oft benutzt habt, ist Quantisieren. Quantisieren ist das, wenn ihr irgendwelche Sachen eingespielt habt, die vielleicht nicht ganz auf dem Beat sind, den möchte ich gerne auf dem Beat ziehen, kann man einfach Option, Command U drücken und dann zieht sich das gerade, wie ihr hier schon sehen könnt. Man muss dann öfter mal drücken. Man kann das Ganze einstellen, wie viel quantisiert werden soll. Dazu drückt man Shift, Command U und dann öffnet sich hier ein kleines Fenster. Da kann man einstellen, ob man den Anfang oder das Ende der Note ändern möchte oder anfassen möchte mit der Quantisierung und wie viel. Mein Tipp ist, geht nicht so viel, macht irgendwas unter 30%, dann könnt ihr da öfter drauf tippen. Ihr seht, wenn ich es hier öfter auf U drücke, fahren die immer noch so ein bisschen hin und kommen immer der Sache näher. Ich möchte halt nicht alles zu perfekt haben, weil dann klingt es nicht mehr so schön. Deswegen lasst eure Quantisierungspotenz halt irgendwie bei unter 30%, kann meiner Tipp. Nächster Shortcut. Und das ist jetzt was mir echt unglaublich viel Zeit schenkt, was mein Workflow unglaublich verbessert, beschleunigt hat, ist, wenn ich ein neues Plugin ein oder einen Effekt oder irgendwas einfügen möchte oder ein Drum Rack oder irgendwas oder auch ein Drum Pack, irgendein Sound, habt ihr hier oben ja diese Suche und es steht ja aber schon in dem Suchfeld drin, Command F. Und das ist super krass. Angenommen, ich will jetzt, man kann ja mal einen Zeitvergleich machen, ich will jetzt ein Rhodes spielen. Was mache ich dazu, wenn ich es normal mache? Ich gehe jetzt hier drauf, mache eine neue MIDI-Spur. Klick auf die MIDI-Spur, gehen hier oben drauf, gib dann einen Contact, such mir einen Contact, zieh das hier rein, gehe dann hier auf meinen Rhodes, zack. Das war jetzt eine ganz schön lange Zeit. Alternative dazu mit Shortcuts folgendermaßen. Zack, drin. Das war hoffentlich ein bisschen schneller. Um das Ganze mal zu erklären. Command F ist die Suche da oben, quasi um irgendwelche Plugins zu suchen. Wenn ich jetzt will, ich möchte Diva den Synthesizer irgendwo reinpacken, dann mache ich mir erst meine Audio- und meine MIDI-Spur, drücke auf Command F, gebe Diva ein. Jetzt seht ihr das ja schon. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, komme ich in dieses Menü. Und jetzt kann ich mich darunter bewegen, kann nochmal auf Enter drücken und jetzt zieht er mir Diva da rein. Jetzt gibt es ein paar generelle Einstellungen oder generelle Sachen, die man machen kann. Und zwar, wenn wir schon bei Einstellungen sind, Command Komma, kommt man in die Voreinstellung. Finde ich ein bisschen schneller als hier oben irgendwie auf Option ganz runter und dann beziehungsweise, ich weiß gar nicht mehr, wo es ist. Option, irgendwo hier ist es wahrscheinlich, ne? Hilfe? Live Voreinstellung. Ja, da oben ist es, bei Windows was anders. Also Comment, Komma, Voreinstellung. Finde ich echt hilfreich. Das nächste ist Loop. Logischerweise, ihr markiert euch was, Comment L, kommt ihr auf den Loop. Dann eine Sache, die ich cool finde, ist, wenn ihr was rausrendern wollt, ihr wollt Spuren rausziehen, dann drückt ihr auf Shift, Comment R. Dann kommt ihr hier in dieses Dings-Menü, um was rauszurendern. Alles viel schneller, als da immer oben in dieser Zeile zu suchen. Andere Kleinigkeit, die ich ziemlich cool finde, ist, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt hier gerade irgendwie einen Bereich, ihr wollt da was anderes einspielen, habt ihr keinen Bock, aber hier alles zu markieren und zu verschieben, wählt einfach einen Bereich aus, den ihr eine Zeit braucht, um was einzusetzen, drückt auf Command und dann auf I, dann setzt der, wie ihr hier seht, quasi einfach eine Stille ein, heißt es. Das heißt, er packt genau in der Größe oder in der Fläche, die ihr markiert habt, in der Fläche packt ihr eine Stille da rein und so könnt ihr euch Platz schaffen in eurem Arrangement. Ihr könnt auch einfach nur auf Command-I drücken, wenn ihr nichts markiert habt, dann könnt ihr hier in dem Fenster eine Zeit eingeben, die ihr haben wollt. 46 Takte wäre jetzt irgendwie so ein großes Fenster. Genau, Command-I, Stille einfügen, ganz cool. Das nächste ist noch eine Kleinigkeit am Schluss, die finde ich ziemlich praktisch, und zwar, wenn ihr irgendwo auf Play drückt, hier irgendwo in einem Arrangement, dann läuft es ja. Und wenn ihr jetzt auf Stopp drückt, Schnauze, ich mach mal hier aus. Und wenn ihr dann auf Stopp drückt, dann startet er ja immer wieder da, wo ihr angefangen habt. Wenn ihr aber vielleicht bei der gleichen Stelle weiter spielen möchtet, dann müsst ihr auf Shift und Leer drücken, dann spielt er genau da weiter, wo ihr aufgehört habt. Sprich, Stopp ist immer, also Leertaste, Play ist immer von dem Ding, wo ihr euren Strich gesetzt habt, wo ihr euren Marker gesetzt habt, spielt er von hier. Wenn ich auf Stopp mache und nochmal, geht's von da los. Wenn ich aber möchte, dass er an der gleichen Stelle weiterspielt, wo er war, Shift und Leer, dann geht's da weiter. Finde ich eine ziemlich coole Kleinigkeit. So, der zweite Bereich, wo man sich noch einige Geschwindigkeit für seine Musikproduktion holen kann, sind Templates. Templates ist im Prinzip das, was man hier sieht. Ein Template ist die Möglichkeit, dass man sich einen Default-Track oder ein neues Projekt erstellt, was schon ein paar Sachen gespeichert dran hat, ein paar Plugins schon quasi von Anfang an hingeladen hat. Das ist schwer zu erklären, ich zeige es euch einfach mal. Ich mache es hier mal ein neues Template auf. In meinem Fall quasi mein Default-Template, sprich mein normales Projekt. Wenn ich auf ein neues Projekt gehe, erscheint das.
was ihr jetzt hier seht, das ist wahrscheinlich das, was ihr auch alle habt. Das ist ein komplett leeres Projekt. Ihr habt hier 4 Spuren. 2 MIDI, 2 Audio. Hier unten habt ihr ein Delay und Reverb drin von Ableton selbst. Und das seht ihr hier schon beim Master, habe ich meinen Sound ID Reference von Sonarworks, mein Plugin drin. Was ihr machen könnt, was ich ziemlich praktisch finde, wenn ihr zum Beispiel sagt, in meinem Fall, ich habe eigentlich auf jeder Spur einen Equalizer und auf jeder Spur ein Utility-Plugin, weil ich habe keinen Bock, hier hinten meine Lautstärke zu verändern, sondern ich mache das gerne im Utility, damit ich mir die hintere Lautstärkeregelung für den Mix speichere. Das heißt, ich sage, ich habe auf jeder MIDI-Spur immer einen Equalizer und immer ein Utility, dann kann ich sagen, pass mal auf, ich mache einfach den Equalizer jetzt rein, ich nehme jetzt hier meinen Neutron-Equalizer, den ich immer habe, und ich nehme meinen Utility-Plugin. Habe ich es in meiner MIDI-Spur drin, und es gibt hier eine Kleinigkeit. Wenn ihr rechtsklick auf die MIDI-Spur macht, könnt ihr ganz unten als Standard MIDI-Spur sichern klicken. Wenn ihr das jetzt macht und euch eine neue MIDI-Spur reinruft, seht ihr schon, die kommt automatisch mit diesen Plugins. Genau das gleiche kann man für Audio auch machen. Ich packe jetzt in Audio auch mein Utility-Plugin rein, genauso wie mein Equalizer. Dann packe ich jetzt noch eine andere Reihenfolge, weil ich den Equalizer vor dem Utility haben möchte. Und wenn ich jetzt das Ganze hier auf Standard Audiospur sichern gehe, merkt ihr schon, wenn ich jetzt eine neue Audiospur packe, ist die alte ist ohne, die neue ist dann mit den Plugins. Das ist schon mal sehr praktisch. Jetzt dazu kommen die Templates. Und zwar kann man sich jetzt was erstellen. Also wenn ich jetzt sagen möchte, ich mache jetzt mal alles weg. Ich hätte jetzt gerne ein Produzier-Template, um vielleicht einfach mal irgendwelche Track-Skizzen zu machen. Wenn ich sage, ich mache das in-house, dann habe ich eigentlich immer eine Diva, mein Synthesizer meiner Wahl. Na komm. Dann Equalizer passt, Neutron und Utility passt hinten dran auch. Dann hätte ich aber gerne vielleicht dazu, ich nehme für den Bass habe ich eigentlich immer meinen Silent Synthesizer, da habe ich einen Sub-Bass-Patch, den ich ganz nice finde. Dann packe ich diesen Sub-Bass-Patch auch schon rein. Na, wo ist er? Hier, zack. Dann habe ich hier schon mal auf Bass-Mono gestaltet und habe vielleicht mal irgendwie so ab 30 Hertz die Tiefen rausgenommen. Und dann nehme ich vielleicht dazu noch mein Standard-Kick-Plugin. Das ist die Kick 2. Und packe da auch schon den Patch rein, den ich immer nehme. Den habe ich von Ben Böhmer geklaut aus seinem Tutorial. Und zwar Net 2 ohne den Klick. Jetzt habe ich die drei Sachen schon drin. Das kann ich mir die noch benennen. Das hier ist mein Synthesizer. Das ist mein Sub-Bass. Und das ist meine Kick. Ne. Farblich passt mir das auch noch an. Der passt. So. Jetzt packe ich mir noch ein paar Return-Spuren rein. Return-Spuren. Der Reverb hier passt mir nicht. Ich hätte gern einen Raum. Und vielleicht nehme ich dazu noch eine Tape-Maschine, die ich noch dazu packen möchte. Dann nehme ich einfach meinen J37. Das ist es hier auf Return-Spuren. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichern möchte als Template, kann man hier oben drauf gehen und heißt hier, gibt es hier den Reiter irgendwo als Template sichern. Das heißt jetzt, es entsteht hier in eurem Ordner Templates ein neues Template. Da kann man jetzt sagen, möchte, das nenne ich jetzt Writing. Und wenn ich jetzt hier auf Writing gehe, dann kommt immer das da. Jetzt kann ich noch einen Schritt weiter gehen und möchte sagen, immer wenn ich Ableton öffne, soll das erscheinen. Und dann könnte man das wiederum hier oben auf Datei sichern, als Standard-Set sichern. Das heißt, immer wenn ihr Ableton öffnet, wird genau das hier geöffnet. Genau diese Sicht, die man jetzt sehen kann, wird dann wieder geöffnet. Das kann man natürlich auch noch verändern, kann jedes Mal, wenn man sich das anpasst, hier auf Standard-Set sichern gehen. Man kann sich somit ein paar verschiedene Templates anlegen. Man kann sagen, man hat ein Template für Mixing, man hat ein Template für Mastering oder auch wenn man Tracking vielleicht irgendwas aufnimmt, hat man dann andere Plugins drin. Die kann man sich schon vorher reinladen und spart sich somit Zeit, weil ich finde, es gibt nichts Nervigeres, als wenn du kommst irgendwo hin, willst gerade irgendwie eine Sängerin oder einen Gitarrist oder wen auch immer aufnehmen und dann ziehst du erstmal dein erstes Plugin da rein, ziehst das rote Plugin rein in die Schiene und denkst sich, hallo, ich würde das einfach gerne spielen. Dann kannst du viel schneller einfach auf dein Template gehen, zack, hast das alles ausgewählt. Mikrofon anstecken, kannst gleich aufnehmen. Ist, finde ich, viel schneller. So habt ihr die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Templates abzuspeichern. Falls es euch interessiert, was ich für Templates benutze, ansonsten noch, schreibt es mal gerne in die Kommentare, dann würde ich einfach mal irgendwo eine Dropbox öffnen, wo man meine Templates runterladen kann. Ich habe halt welche für Mixing, welche für Mastering,
Funktioniert natürlich auch nur, wenn ihr die Plugins nutzt, aber ich benutze tatsächlich einige Ableton-Original-Plugins, das heißt, da sollte das eigentlich kein Problem sein. Zum Schluss gibt es für mich noch eine Kleinigkeit, wo man auch noch ein paar Geschwindigkeitspunkte rausholen kann, und zwar ist das ein Trackpad anstatt der Maus. Ich finde, mit dem Trackpad, das ist das Ding, was man im Laptop manchmal vorne drin hat, ne? Das gibt es auch als einzeln von Apple oder von anderen zu kaufen. Vorteil von so einem Trackpad ist, man bedient mit den Fingern, für mich intuitiver als mit einer Maus, und der Vorteil 2 ist, du kannst halt mehrere Finger benutzen, kannst dadurch zum Beispiel so Sachen machen wie Zoom in Ableton, was du sonst mit der Maus nicht machen könntest, ohne dass du irgendeine Tastatur noch dazu benutzen kannst oder benutzen musst, eine Key dazu benutzen musst. Das ist für mich einfach noch, das holt hier und da noch ein paar Punkte raus, ist ein bisschen schneller. Ist, glaube ich, Geschmackssache. Es gibt diese Oldschool oder etwas älteren Produzenten, würde ich jetzt mal sagen, die haben diesen komischen Trackball. Das ist so ein fettes Ding mit so einem Ball. Ich verstehe nicht, wie man damit überhaupt was anfangen kann. Aber es gibt Leute, die sagen, die können damit super schnell arbeiten. Muss man sich so ein bisschen raussuchen, was für einen das schnellste ist. Für mich ist es das Trackpad. In Verbindung mit Shortcuts und Verbindung mit Templates habe ich es, denke ich, rausbekommen, dass ich echt schnell arbeiten kann. Und gerade so diese Sachen wie Command F, die Suche aktivieren und dann quasi nur mit der Tastatur befehlen, sich neue Plugins in neue Spuren zu ziehen, das beschleunigt, finde ich, ungemein. Weil du weißt auch nie, vielleicht, also mir geht es oft so, wo ist denn gerade mein Mauszeiger? Ah, da, okay, dann muss ich dahin. Das dauert mir alles zu lange. Und ich finde diese Schnelligkeit, schnell arbeiten, ist super gut, ist super hilfreich. Erst recht, wenn ihr mit anderen Leuten arbeitet, jemand von hinten auf der Couch sitzt und sagt, hey, mach mal das, mach mal so. Sängerin sagt, hey, ich hätte gerne den Sound ein bisschen so und ein bisschen so. Wenn du dann das einfach schnell anpassen kannst und den Workflow von allen und den kreativen Flow nicht unterbrichst, finde ich echt, echt hilfreich. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu schnell, aber ich meine, Video über Schnelligkeit schnell zu machen ist ja hoffentlich, ne? Und so. So viel dazu. Ich habe jetzt lange nicht alle Shortcuts irgendwie in das Video gepackt. Ich habe schon viel zu viele. Ich hoffe, das konnte man irgendwie halbwegs verstehen. Die fehlenden Shortcuts, die es noch gibt, könnt ihr euch googeln. Und zwar gibt's, ich verlinke das auch gerne mal hier unten drunter, aber ansonsten hat Ableton und alle anderen haben, wie gesagt, diese Listen online, wo man sich die Shortcuts nochmal angucken kann. Da sind noch ein paar ganz praktische dabei. Die Shortcuts, die ich gezeigt habe, sind halt in meinem Bereich, in dem ich arbeite. Ich tracke jetzt nicht unfassbar viel. Ich arbeite auch so gut wie gar nie hier in dieser anderen, in dieser Session-Sicht oder Arrangement, der anderen Sicht. Ihr wisst, was ich meine, in dieser Clip-Sicht. Das mache ich so gut wie gar nicht. Da gibt es auch noch Shortcuts, die man da sich angucken kann. Kommt es für mich nicht vor. Steht aber alles online. Wenn ihr andere DAWs benutzt, wie Logic oder was auch immer, die haben auch diese Listen. Finde ich super interessant. Kann man paar Sachen sich rausgucken. Ich gucke da auch ganz ehrlich ab und zu mal nochmal drauf, weil man vergisst wieder irgendwas, und dann gibt es diesen einen Shortcut, der doch nochmal irgendwie was beschleunigt. Diese ganze Sache mit der Suche mache ich auch seit einem halben Jahr oder so. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen, ein paar Shortcuts anwenden in Zukunft. Ansonsten guckt euch nochmal an. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder, wie jedes Mal, zum neuen Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.